Hallo und willkommen zurück zu Tomb Raider, dem Walkthrough in der Stadt Khamun, der erste Teil des Ägypten-Parts. Und ich muss euch gleich mal sagen, das wird ein geiler Ritt hier. Das ist ein sehr toller Level. Und wenn ich jetzt ein bisschen aufgepasst hätte, dann wäre ich da nicht runtergefallen und hätte nicht gleich mal Fallschaden genommen. Aber das ist mehr oder minder vertretbar. Wir hangeln uns jetzt gleich mal darüber, denn da ist ein Schalter, der uns natürlich eine Tür oder sonst irgendwas aufmachen wird, wenn Lara irgendwann dann mal dort ist. So, jetzt. Da ist Schalterchen, beziehungsweise Hebelchen. Das Zimmer. Und direkt unter uns geht eine Tür auf. In der Tür drinne ist dieser Hieser. Den ziehen wir raus. Damit müssen wir uns eine Brücke beschaffen. Es ist schwer zu erraten, dass es mit dem Quader zusammenhängt, ne? Nur um es zu zeigen. Denn dahinter gibt es auch was zum Einsammeln. Hoppala. Und das da, das ist nix. Den hier müssen wir da hinschieben. Dann geht es da oben nämlich weiter. Das heißt, der ist eigentlich schon in der guten Position hier. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn so Zielsegmente sind, wo ich das Timelapse machen soll oder nicht, damit es ein bisschen schneller geht oder eben nicht. Wie es euch beliebt. Wenn euch das dann so langsam geht oder was, kann man natürlich darüber reden, dass ich das mit Timelapse mache. Weil wirklich viel... Nee, du sollst unten bleiben. Passiert ja da nicht. So, jetzt geht's darauf. Nehmt euch gleich eine Waffe zur Hand. Denn das Empfangskomitee ist nicht mehr weit. Wir lernen hier dann auch einen neuen Gegnertypen kennen. Wir haben ihn einmal in Stille erlebt. Und jetzt sind ihn sehr wehrhaft. Die Rede ist nicht von denen da. Sondern von dem, was da jetzt gleich vorne kommt. Na, wo ist er? Da ist er schon. Mumienmann. Oh komm. Den triffst du. Lara, komm. Einen halbwegs ausgetrockneten Vertreter seiner Art haben wir schon gefunden, beziehungsweise gesehen im ersten Teil des Gions, beziehungsweise im ersten Grabmal. Konnte man für Erfolg umschießen. Das konnte man übrigens im Original auch und hat eigentlich nie wirklich Sinn ergeben, aber man konnte es. Da gibt es auch was. Da müsste eigentlich ein Medibug liegen. Warum liegt da kein Medibug? Knapp daneben ist auch vorbei. Ja, kann passieren.
Da ging sie unfreiwillig baden. Einmal kurz verschätzt. Oh, jetzt müsste es aber passen. Na, also geht doch. Ich glaube, da hinten habe ich was vergessen. Dann war das Medipack da. Okay. Geht es sich aus mit dem Kopfsprung? Ah, ganz knapp. Ganz knapp. Jo, da habe ich was vergessen, sogar ganz schön viel. Ich wusste doch, hier irgendwo in der Gegend ist noch was. Medipack hatte ich im Gedächtnis. Der Fokus bei mir liegt natürlich auf den Secrets, aber was man hat, das hat man. So, und weil wir gerade so schön dabei sind, laufen wir gleich mal da hoch, um das erste Schlüssel-Item in diesem Level zu holen, in Form eines Schlüssels. Ah komm, geschenkt. Ah komm. Ich hasse das hier. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich hier fluche, weil ich da ständig stecken bleib. So, Schlüsselchen. Wie gesagt, erstes Schlüssel-Item hier. So, hoppala. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wollte nur hier runter. Zack. Ich meine, es ist ja ultra auffällig hier, ja, das ist ja nicht schwer zu erraten, dass man das hier wegziehen kann. Und dahinter brauchen wir dann auch gleich den Schlüssel. Wir brauchen auch gar nicht lange nach der Tür zu suchen, die sich jetzt öffnet. Et voilà. Hoffen wir es. Nee, können wir bei der bleiben, glaube ich. Ja, können wir. Ich glaube, ich bin genau auf der falschen Seite. Jupp. Bleibt aber hier oben. Dann könnt ihr nämlich Muni sparen. Weil hier kommt uns gleich der nächste Panther entgegen. Also schon. Ich weiß nicht, ob das schwarze Panther sein soll oder ob es eigentlich eher ein Schakal sein sollte. Man weiß es nicht. Ist abgehauen. Kommt er wieder? So. Er will doch sterben. Vom Sterbegeräusch her würde ich mal sagen, Panther. Ah, da kommt sein Bruder schon.
Nächstes großes Gebiet. Warum zielst du auf das Kroko nicht auf? Es ist direkt unter dir. Hallo? Lara? So, dann gehen wir nach unten. Und hier können wir uns jetzt das Medipack holen, das wir vorhin gesehen haben, hinter den Gitter von der anderen Seite, wo die große Sphinx ist, beziehungsweise die kleine Sphinx. Es gibt noch eine größere Sphinx, Beta. Und in dem Raum finden wir auch das erste Secret. Aufpassen hier. Böswillige Falle. Die will uns töten. Nur wir sind schlauer. Wir lassen uns nicht töten. So, hier ranstellen und einfach hier rein. Und schon habt ihr das erste Secret. Wir stehen ein großes Medipack und hier noch Clips. So, jetzt müssen wir wieder tauchen gehen. Und schaut, wenn wir dort sind, dass ihr gleich wieder aus dem Wasser kommt. Zuerst müssen wir hier den Hebel ziehen. Nein, Hebel ziehen. Nicht vorbeischwimmen. Ei. Aber nur fast. Und jetzt kommt ein Teil, den habe ich eigentlich gar nicht vermisst. Also überhaupt nicht. Den hasse ich wie die Pest. Wir müssen wieder ein bisschen schieben. Wir wollen da oben hin. Da oben ist ein Hebel, der fährt diese goldenen Dinger hier raus. So, da ist der Hebel. Hebel müssen wir jetzt ein paar ziehen. Es gab früher einen Bug. Nee. Da konnte es sein, dass die Türen, die da oben sind, die Falltüren, schon offen sind. Aber ist dieses Mal nicht der Fall. Genau aus diesem Grund hasse ich das hier. Jetzt müssen wir den Burschen da komplett an die andere Seite schieben. So. Noch einmal. Jetzt muss ich kurz schauen. Ja. Nein. So. Einmal noch und dann noch einmal und dann können wir schon wieder springen.
Ein bisschen schräg müssen wir springen. Perfekt. Das sieht man schon. Der Quader hier verdeckt etwas. Dich habe ich irgendwie vergessen. So. Ah, komm. Wir haben so viele Medibugs, da kommt es auf eins Mal verwenden nicht an. So, jetzt ist die nämlich offen. Da wollen wir natürlich hin. Wir müssen uns natürlich den jetzt hier so schieben, dass wir da rüberspringen können. Geht sich auch mit einem leichten Schrägsprung aus. Leichten, habe ich gesagt. So, wir ziehen das Hebelchen hier und jetzt sehen wir in einem Raum, in dem wir schon mal waren, dass sich da eine Tür öffnet, beziehungsweise Falltüren aufmachen. Wir sind gar nicht weit weg davon. Wir sind eigentlich direkt darüber und können auch hier gleich das nächste Secret einsacken. Eigentlich müsste der Jingle schon ertönen. Will nur nicht. Hallo, Secret Jingle? Wo bleibst du? Der will nicht. Hoffentlich zählt das dann auch. So, da können wir rüber. Man hört schon, ein Krokofant ist hier in der Nähe. Ach komm, das ist doch schon fast tot. Sag ich doch. Und jetzt kommt ein sehr gewagter Sprung und hier speichere ich das erste Mal in dem Level ab. Ah, jetzt zählt's. Okay. Ich hatte jetzt schon dezent Angst, dass es nicht zählt, weil normalerweise, wenn wir oben rüberspringen, zählt das schon als Secret gefunden. Jetzt ist mir ein bisschen heiß geworden. So, und hier haben wir gesehen, geht es jetzt nach unten. Das tut's auch. Weit nach unten sogar. Ihr könnt euch hier ein bisschen umsehen, aber im Grunde, es gibt nichts. So,
So, aufpassen hier. Nein, nicht hier, sondern hier dann. Da sind nämlich wieder Panther unterwegs. Und da ich hier so viel Munition habe. Und der zweite? Wo ist er? Der verschanzt sich. Okay. Insgesamt befinden sich hier in diesem Level, beziehungsweise in dem Bereich, 6 dieser Panther. 2 kommen, sobald wir da nach unten gehen. Vorher sammeln wir das noch ein. Und hier ist auch das dritte Secret in dem Raum. So. Geht hier auf. Und die nächsten beiden Panther tauchen auf. Wir können uns hier ein Medipack holen, ein großes, ein kleines gibt es dann hier auch noch. Ich bin dankbar für das Licht hier, weil im Original war es hier zappenduster. Man hat den Block hier fast nicht gefunden. So, das da hinten zählt als das dritte Secret. Ich weiß, es ist ein bisschen schäbig, aber es ist nun mal so. Na kommt schon. Gib doch endlich. Und du auch. Hallo? Da. Der spielt mit mir. Aber das Katz und Maus spielt, das kann ich auch. So. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, entweder ihr springt zurück oder holt euch das kleine Medipack hier. Ich würde euch das kleine Medipack empfehlen, wenn ihr mich fragt. So, und dann hätten wir auch in diesem Raum alles abgegrast und erledigt. Jetzt begegnet uns dann noch eine Mumie. So, ich rüste jetzt mal die Waffe hier aus. Weil jetzt geht's gleich an die nächste Mumie. Und das in ziemlich eng. Beziehungsweise kommt ziemlich schnell hier an. Und die machen nicht nur einen Heidenlärm, die können auch schnell kaputt machen. Dass der Raum hier so texturlos ist, das hat einen Grund. Die Textur hier wird sich gleich ändern. Ja. Irgendwas fehlt mir noch, glaube ich. Habe ich hier ein Item vergessen? Ich denke fast nicht. Schauen wir einfach mal. Nö.
So, dann sehen wir das Hebelchen da, was wir da oben finden. Es wird der letzte Hebel dieses in diesem Labyrinth hier sein. Beziehungsweise in diesem Sandchaos hier. So, hier gibt's noch was. Und hier ist der nächste Hebel, der einen Heidenlärm verursacht. Ich finde, da den Ton von Sand haben sie hier gar nicht mal so schlecht getroffen. Auch in der damaligen Version. So. Man sieht es ja hier schon. Dann hier gleich wieder rauf. Ansonsten gibt es hier nichts mehr. Jetzt ist dieser komplett leere Raum gewesen. Der ist jetzt natürlich gut mit Sand gefüllt. Und hier hat sich dann noch was getan. Hier ist nämlich ein Schlüsselloch. Wir haben den Schlüssel. Und der erste Ägypten-Level ist gemeistert. So, das war die Stadt Kamun. Wir sehen uns gesund und munter in der nächsten Folge wieder. Ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.